vielen Dank schon, dass ich euch hier Open Data Rhein-Neckar vorstellen darf. Überhaupt das Thema Open Data. Oliver Rack, komme eigentlich vom Journalismus, bis zum PR. Und es kam dann immer mehr so politische Kommunikation hinzu. Und ich fuchse mich seit einigen Jahren zunehmend das Thema kollaborative Gesellschaften. Also auch aus Gründen von Demokratieentwicklung oder Demokratiesicherung. Und da finde ich, spielt Digitalität und die Möglichkeiten darin eigentlich eine ganz gute Rolle, weil man darin durchaus Bürgern eine Funktion geben kann. Also Sensorik oder halt eben Datenauswertung oder Daten generieren. Da kommt auch das Thema Citizen Science ins Spiel. Und was schon jetzt eigentlich seit geraumer Zeit auf der Strecke liegt oder auf der Straße sowieso schon gibt, ist Open Data. Das will die EU, die hat eine Richtlinie zugemacht mal. Deutschland ist da relativ weit hinten dran. Das hat seine Gründe in, vor allem in der, im Föderalismus. Also da habe ich so ein kleines Institut, IOX, was sich eben um solche Aspekte der kollaborativen Gesellschaft und Citizen Science kümmert, die identifiziert und entwickelt. Dazu gehört eben auch Open Data Rhein-Neckar, wie das jetzt weiterhilft. Das ist jetzt schon zu weit weg. Muss man drücken. Tastatur geht auch nicht, glaube ich. So was muss man. Ah! Way too much. Sind wieder zurück. So. Dann halt eben Open Data. Da unterstützt mich jetzt zunehmend auch die Metropolregion Rhein-Neckar, weil es eigentlich auch ein E-Government-Thema ist und die Metropolregion ja so eine Raumordnungsfunktion auch hier in der Region hat. Und Daten machen auch regional mehr Spaß, als nur in einer Kommune die zu haben. Problem ist, offene Daten gibt es hier noch nicht. Also muss ich da ziemlich viel Arbeit leisten, also es ist noch ein anderes Format, was ich habe, da kriege ich mal drüber hinweg. Und dann bin ich noch in so Projekten drin, die Bürger schaffen Wissen. Da ist gerade eine Konsultation am Laufen. Wie kann man eben auch in der Wissenschaft Bürger stärker mit einbeziehen? Internet of Things Council habe ich mal so, ein Prop, so, so eine Perspektive geschrieben, die das Internet der Dinge im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Herausforderungen oder auch Fragestellungen bringt. Die Landeszentrale für Medien und Kommunikation denkt gerade darüber nach, Open Data in die medienpädagogische Strategie des Landes Rheinland-Pfalz zu übernehmen. Und die Innovationsagentur IT und Medien des Landes Baden-Württemberg macht so eine Open-Veranstaltung im Dezember, nämlich im Programmbeirat. Mal kurz die Szenarien, in denen wir uns befinden. Das ist bestimmt nichts Neues für euch. Machine Learning, großes Thema. Potenziell auch ein ziemlicher Jobkiller, kann man von ausgehen. Normalerweise zeige ich das immer so ein kleines Programm von Stanford, wie da hier der kleine Böbel innerhalb von 10 Minuten zunehmend durch negative und positive Priorisierung lernt, dass er halt eher die roten Dinger da auflesen soll. Das geht schon alles ganz schön flott, dass Maschinen sich eben selbst was beibringen und eine gute Sache. Alles in allem, aber dann brauchst du wieder ein paar weniger Leute, ne? Die in ihren Jobs. Das Internet der Dinge, klar, kennt auch jeder. Hier mal eben im Hintergrund dargestellt, wie halt eben Städte miteinander zunehmend vernetzt sind. Das kann man dann auch, das wirft einen Haufen Daten ab. Und dieser Künstler, der Stanza ist, das projiziert ihr dann auch in Echtzeit, dann interagiert alles. Ne? Smart Cities, großes Thema. Also alles so Szenarien, die jetzt so vielleicht für unser eins ziemlich klar sind und man hört es so als Buzzword, aber die Leute werden zunehmend sich dann schon nochmal denken, was bedeutet es für mich, was erzeuge ich da für Muster? Und dann kommen dann so Schurzen dazwischen, dass Dick Cheney dann auch noch irgendwie seinen Herzschrittmacher verändert oder entsprechend anpasst.
weil er einfach dieser Fernbedienung nicht mehr getraut hat, mit der man normalerweise die verschiedenen Modi einstellt, ob man jetzt irgendwie die Treppe hochgeht oder schlafen oder sowas, ne? Weil er halt eben Angst hat, gehackt zu werden. Also was heißt, er hat Angst? Ich schätze mal, der weiß, wie man es macht. Ne? Und das sind alles so Szenarien. Zunehmend Drohnen eben, die ja auch dann privat eingesetzt werden, die auch durchaus sehr strategisch eingesetzt werden, die auch von Journalisten zunehmend eingesetzt werden. Beispielsweise Ukraine, da kommen ja auch immer mehr jetzt so Bilder auf, wo man halt auch da Nachweise erbringt, wer wo, mit was für Maschinen, ob das die Russen oder nicht und so. Industrie 4.0 halt eben bei uns gerade im Ländle ein großes Thema auch. Ne? Da gibt es auch von der Stadt Mannheim Produktion 4.0, warum sie das Produktion 4.0 genannt haben, weiß ich nicht, so ein Netzwerk. Ne? Und da ergeben sich automatisch auch Fragestellungen eben zum Thema Arbeit. Das ist ziemlich klar. Also wir haben eigentlich zwei große Szenarien, die verrutschen. Das eine ist natürlich, dass eben von Maschinen viel präziser und viel intelligenter wieder jetzt als vierte industrielle Revolution Arbeit übernommen werden kann, aber auch, dass wir eine Demografie haben, wo total viele Leute eben in eine riesige Freizeit entlassen werden und eben zu wenig nachkommen. Und das ist nochmal die Industrialisierung. Und insofern muss man sich schon Gedanken machen, aus zweierlei Gründen, also aus Gründen eines zu wachsenden Freizeitpotenzials und auch einer multipolaren Gesellschaft, wie kann man die Gesellschaften stärker zusammenbringen, wie kann man sie irgendwie auch miteinander, also mit Funktionen vernetzen, um wieder Teil von einer Stadtgesellschaft beispielsweise oder besser Teil einer Stadtgesellschaft zu werden. Ja. Und da ist eben die Digitalität durchaus ein Werkzeug, wo man mal dran forschen sollte. Ja. Dazu kommen noch so Ängste jetzt, also was interessant, das hat jetzt mal die Bitkom rausgebracht letztes Jahr, dass jetzt, was Daten angeht und die Sicherheit der eigenen Daten, gar nicht mehr so die Privatunternehmen, also das Misstrauen der Privatunternehmen gegenüber den Privatunternehmen ist, sondern zunehmend Misstrauen gegenüber dem Staat. Ja. Das ist durchaus so ein Prism Fallout, aber das finde ich mal eine interessante Beobachtung. Und es ist eigentlich, eigentlich schade, wenn es sich so entwickelt. Das sieht man wie so auch generell das Vertrauen gegenüber der Nutzer, gegenüber der Datensicherheit gesunken ist über die Jahre hinweg. Sagt die Bitkom zumindest. Ich sage, der Mond ist truly smart cities without smart citizens. Das ist eigentlich so das, was es gemeint ist. Aber man hat ein gutes Potenzial eigentlich da. Wir sind erstmal Urbanisten. Normalerweise hier so ein Filmchen, das ist 72 Hours Urban Action. Leute, die eher so aus der Architekturszene kommen, die sich gern mit den Dinglichkeiten der Stadt, mit Stadtmöblierung, mit dem Aufpimpen von Stadt, mit dem Hacken von Städten auseinandersetzen. Da gibt es dann auch von UN Habitat so, wird es erfasst, eine City Changer und so. Also Leute, die zunehmend wirklich auch, also junge Leute, die zunehmend auch sich eben mit ihrer Stadt auseinandersetzen, die stadtplanerisch denken. Dann gibt es so Spielchen auch, wo auch Partizipation drüber abgewickelt werden kann. Also so eine neue Straße her und dann kann man die halt mit Konzepten und wenn man es schlau macht, verbindet man natürlich auch noch den Kostenaufwand damit, um den Leuten auch irgendwie klar zu machen, was das dann entsprechend kostet und dann kann sich das so einfach eher mal austarieren und es ist auch ein Kommunikationsmittel. Planet Green, da gibt es ja einiges mittlerweile. Hier, die machen es zum Beispiel, da geht es um Hochwasserschutz in England, auch verbunden mit den Kosten. Also da wird der Bürger, der User auch zunehmend zu einem Entscheider, zumindest erstmal spielerisch. Dann, was haben wir noch? Wir haben zunehmend tolle Möglichkeiten, Daten zu visualisieren. Also wird einfacher, beziehungsweise wird entweder cooler, was dann immer noch schwer ist, oder es wird halt auch einfacher für die Leute. Allein jetzt schon, also ich sage jetzt zum Beispiel Lehrern
um es mal echt niedrigschwellig zu halten. Im Google Ecosystem hat man erstmal einmal sowas durchdekliniert, da muss man ja nicht bleiben. Aber dann ist so als für zum Einsteigen bis vom Fetchen von Daten in eine Tabelle rein, bis hin zum Publizieren bei Google Sites, hat man halt keinen Stress an der Waage und so. Aber es gibt ja einfach einen Haufen dann wirklich nochmal spezielle Tools, wo man tolle Sachen mitmachen kann. Und dann gibt es halt Leute, die da dann auch sowas fertig bringen, dann Live-Schnittstelle irgendwie von den Wetterstationen umgesetzt. Das ist eine total coole Optik. Vor allem, weil man einfach auch die Sau gut erkennt. Also hier haben wir ja eine total tropische Luft, ne, vom Golf. Und da oben, hier sind die Appalachen und hier sind die Rocky Mountains. Und da kommt ja meistens eine sehr polare Luft rein. Dass es bei denen hier immer so batscht und Tornados ohne Ende gibt, das ist einfach erkennbar. Ne? Also nur mal so in die Nähe. Das fasziniert mich immer. Oder jemand macht hier mal so was Schickes draus, irgendwie in D3. Gut. Und dann hat man noch das Thema Open Data, was halt eben auf der Straße liegt. Und was ist das? Was ist damit alles gemeint? Im Wesentlichen erstmal Open Government Data. Da gibt es auch eine ganz einfache Formel, die ich da als Hebel anwende. Und das heißt so viel, also wir haben Daten als Rohstoff, entweder für eine Entscheidung in der Initiative oder auch irgendwie für ein Startup, was meint, es müsste ich irgendwie auf intermodale Mobilität wie ein Allrider oder sowas spezialisieren, wo verschiedene Mobilitätsmöglichkeiten nach Datenerfassung irgendwie von den Leihrädern bis hin zu den Stravas und so weiter halt Anwendungen entwickelt oder so. Und wir haben einen Rohstoff, der eben verschleißfrei reproduzierbar ist und er ist schon bezahlt. Also für mich ist das irgendwie so eine gemeinwohlökonomische Klarheit, dass wenn das existiert, dass man es einfach aus öffentlicher Hand zur Verfügung stellt. Ne? Und zwar so, dass es wirklich jeder nutzen kann, auch kommerziell nutzen kann. Und ganz angesagt sind natürlich Geodaten, auch bei der Wirtschaft. Da kann man sich alles Mögliche dann auch drunter vorstellen, das wisst ihr auch am besten. Der Silcher hatte jetzt auch gerade, was war's? Genau, die Parkhäuser nochmal gemappt. Und dann haben wir die Transportdaten, von denen ich schon gesprochen habe, da komme ich nochmal kurz zu beim Allrider. Umweltdaten finde ich ein ziemlich spannendes Thema. Das ist auch was eigentlich jetzt von der Zugänglichkeit wirklich schon lang existiert, wird übers Land aber abgewickelt. Da haben wir so 3 Messstationen zum Beispiel in Mannheim, in meinen Augen fast ein bisschen zu wenig. Das könnten auch Daten sein, wenn sie praktisch von der Lizenzierung so sind, dass man da halt was Schickes mit anstellen kann. Dann kann man das wieder so Allergiker mit meteorologischen Daten oder sowas mixen. Sind wir ja auch schon bei Wetter. Dann die Statistikdaten, die halt eben angefangen von soziostrukturellen Daten, humangeografischen Daten bis hin zu den Haushalten und die Finanzdaten, da sind so Sachen gemeint wie Handelsregister. Das ist in Deutschland sehr schwierig, glaube ich, dass man da drankommt, weil die Amis fliegen da total drauf. Oft auch werden da so Cocktails gemacht zur Bonitätsprüfung von Unternehmen, damit wenn Unternehmen irgendwie zusammenarbeiten, man auch weiß, mit wem hat man es da zu tun, beziehungsweise man einfach eine bestimmte Philosophie hat und irgendwie der Meinung ist, naja, man will es halt mit einem Unternehmen zu tun haben, die irgendwo Leute ausbeuten, also was, dann lässt sich da, gibt es ein paar schöne Anwendungen, ein Abbild herstellen von Unternehmen. Forschung und Bild ist aber so ein eigener Bereich, nennt sich eigentlich Open Access, da geht es auch wild her, weil natürlich die wissenschaftlichen Verlage da einen totalen Horror vorhaben, dass es Forscher zunehmend übergehen, ihre wissenschaftlichen Ergebnisse frei beizugeben und schneller untereinander auszutauschen. Und da forscht man ziemlich dran, wie man auch Mikro- und Nanoinformationen schneller und trotzdem, also mit dem Tracing veröffentlichen kann, dass man halt einfach selbst einen Wert in der Tabelle nachvollziehen kann, auch wenn er durch ein paar Tabellen schon gegangen ist, wo kommt er ursprünglich her. Und das wäre der Forschung ziemlich lieb, weil die könnten dadurch ziemlich ihre Forschung dynamisieren. Manchmal gehen ja manche
manche Sachen gehen ja 10 Jahre, 15 Jahre an Forschungsprojekten, bis man da wartet, bis bis was publiziert ist. Da geht viel Zeit flöten. Und die Kulturdaten sind eben auch nochmal so ein Spezialbereich, weil es geht dann jetzt nicht darum, dass man jetzt so Daten hat aus der öffentlichen Hand, die müssen jetzt in der Creative Commons oder Datenlizenz Deutschland lizenziert werden, sondern da ist die Verwaltung ja eigentlich nur der Verwalter von Urheberschaften. Da hat halt irgendjemand mal was gemalt oder irgendjemand hat ein Buch geschrieben und Archivare archivieren alles. Und das ist nicht so einfach. Da ist zwar nach 70 Jahren nach Tod des Urhebers eine Gemeinfreiheit da, aber da spielen noch sowas wie Archivgesetz und dergleichen rein. Und möglicherweise sind die Dinge noch in Nachlässen, so einfach ist es nicht. Aber es ist was, was die Leute ziemlich schnell checken, so Archiv, und da kann man jetzt irgendwie remixen und andere Sachen mitmachen. Das ist ziemlich angesagt, und ich weiß gerade am Wochenende in Berlin bei Coding Da Vinci, bei Wikimedia, die sich da ziemlich stark machen, und da sind 45 Datensätze von allen möglichen Kulturinstitutionen, Museen und so. Open Clam nennt man das, Galleries, Libraries, Archives und Museums. Und da geht es eigentlich ganz gut ab in dem Bereich. Klar, das sind so die Maximalkriterien, die mal die Sunlight Foundation geäußert hat, das ist auch schon irgendwie 5-6 Jahre her, ist so eigentlich eine Transparenzorganisation, die sagt halt, naja, die Daten sollen vollständig sein, sollen halt roh sein, damit sie schon aggregiert sind. Ne? Die zeitnahe Bereitstellung versteht sich in Internetzeiten sowieso von selbst. Und wichtig, dass sie halt eben gut beschlagwortet mit Metadaten in versehen sind, dass sie auch von Suchmaschinen indiziert sind, dass man schnell rankommt. Und dauerhafte verfügbar, alles auch klar. Offene Standards, offene Formate, die halt nicht proprietär sind, ob das eine CSV ist oder keine Excel. Und dass sie maschinenlesbar sind, lizenzfrei und kostenfrei. Maschinenlesbar ist halt ein typisches Beispiel, habe ich ja gerade vorhin gehabt, alles hat sich irgendwie in der öffentlichen Hand die letzten 15 Jahre auf PDF gestürzt, weil PDFs ist halt irgendwie das Papier. Ne? Also es ist ja sowieso ein Druckvorgang. Und da sind die natürlich auf dem Ende total drauf abgefahren, weil wenn sie es schon nicht ausdrucken dürfen, dann muss es wenigstens ein PDF sein. Ne? Und jetzt hockt man natürlich da, und die haben teilweise ihre Tabellen weggeschmissen, und hocken jetzt da und heulen rum, wenn man sagt, naja, wir brauchen das Maschinenlesbar, ne? Da muss man dir sogar ein bisschen helfen. Und mit der Kostenfreiheit ist es in Deutschland auch nicht so einfach, da sind die nämlich ganz schön fuchsig drauf. Ne? Irgendwann zu Anfang der Nullerjahre haben mal die Rechnungshöfe gesagt, die öffentliche Hand muss mehr unternehmerisch denken. Da kann man auch trefflich drüber streiten, was das soll. Weil sie auch damit durchaus auch mit anderen Dienstleistungen die Privatwirtschaft reinragen und dort Preise kaputt machen, aber das ist nochmal so ein anderes Thema. Und dann kann man das nochmal so in Abstufen sehen. Und gerade hier unten wird es nochmal spannend, wenn es eben halt Linkdata sind. Das ist eigentlich eh am schlauesten, wenn man eben mit Schnittstellen arbeitet. Weil man dann immer auf die originäre Datei zurückgreift, auf den originären Datensatz. Und dann auch die Qualität, die Aktualität der gesichert ist. Aber da ist auch noch ein bisschen was hier. Und dann auch noch irgendwie schön mit Metadaten angereichert, die auch standardisiert sind. Im besten Falle macht gerade die EU mit rum. Dann lässt sich das auch ganz gut remixen. Was sind da für Vorteile drin? Ich habe da für mich identifiziert auf jeden Fall eben halt auch das Thema politische Teilhabe. Man kann den Leuten auch Anreize. Erstmal kommt ja eh so eine Wutbürgerbewegung zunehmend ums Eck, ne? Die auch viel mit Esoterik arbeitet. Und da ist es schon mal für den Dialog ganz gut, wenn man dann wenigstens eine gleiche evidente Grundlage an Fakten, an Daten hat. Ne? Das kann vielleicht ein bisschen so nochmal die Sachen entschleunigen. Aber es ist auch so, ich nenne es so Datafication, es gibt ja zunehmend Visualisierung, wo man halt auch selbst filtern kann und so, ne? Wo man vielleicht mal gucken kann, inwiefern man Bürger auch darüber so an Themen heranführt, ne? An den Haushalt zum Beispiel oder sowas, weil er dann selbst mal irgendwie was ausloten kann oder sowas. Ne? Das geht auch so ein bisschen natürlich einher mit Transparenz.
ist in Deutschland ja schon auch notwendig, aber es ist auch ein wesentlicher Grund, warum gerade in Afrika doch ein paar Nationen relativ weit sind mit dem Thema Open Data, weil dort die Organisationen, die für Demokratisierung zuständig sind, das so oft als ersten Schritt machen, ne? Dort dafür zu sorgen, dass Daten veröffentlicht werden. Die Wirtschaftsförderung hatte ich ja vorhin schon angesprochen, gerade so im KMU, im kleinen mittelständischen Unternehmerbereich. Und dann ist nochmal so eine trickige Sache, so eine Sache Verwaltungsvereinfachung, wo ich die halt immer so auch mitkriege, ist, dass es meistens in der Verwaltung eh sehr wüst aussieht, was die Daten angeht. Also klar, da geht es ganz klassisch, da auch ganzen Benennungen von Dateien und so, macht jeder sein eigenes Ding. Und alles ist schon schwierig. Dann weiß dann einem auch nicht mehr, was jetzt eigentlich die aktuelle Version ist, weil sie schon ein paar Mal kopiert haben innerhalb des Netzwerks. Das ist schon spannend. Und dann ist auch nochmal so, hey, so eine Umwegnummer. Ein Beispiel, es gibt zum Beispiel Spediteure mit diesen riesigen Kranlastern. Ne? Die brauchen Genehmigungen, um Brücken zu überfahren. Wenn da zum Beispiel einer, da ist eine Ausschreibung in Speyer und dann kriegt einer einen Zuschlag in Mosbach, dann muss er so durch die Region eiern und braucht dafür eigentlich eine Genehmigung, wo er langfahren muss. Ne? Und kommt dann irgendwie durch verschiedene Kommunen durch und verschiedene Kreise und jetzt muss er sich alles zusammen telefonieren. Also hat sich da zum Beispiel mal die Metropolregion gedacht vor 2 Jahren, naja, wir machen so eine Karte und dann können die das alles vorbereiten, dann können die wenigstens mit so einem vorbereiteten Routing an den Start gehen. Dann haben sie tatsächlich einen dahin gehockt, der hat da so ein paar Monate lang dann praktisch alle Sachbearbeiter durchtelefoniert. Und dann dauert es ja immer wieder, muss man nachfragen, ob man das darf und so. Das waren eben keine offenen Daten. Dann haben die das halt alles zusammen telefonieren müssen, während das quasi schon mal einfach offene Daten gewesen. Dann wäre das eine Sache von der Woche gewesen, da das ganze Zeug zusammen eine Karte von zu machen. Und warum die EU da jetzt so hinten dran ist, sie ist aus wirtschaftlichen Gründen schon auch hinten dran. Ich vermute, dass da so ein bisschen noch auch, dass die auch Zugriff durch die Hierarchien auf die kommunalen Daten haben wollen und das deswegen auch mittreiben. Ja. Und das ist natürlich in der Region lustiger ist, wenn man halt eben bei Vergleichbarkeiten auch Kommunen miteinander in Bezug setzt, ist ja auch klar. Und dann ist die Idee natürlich, dass halt praktisch mit öffentlichen Daten und privaten Daten und anderen Daten von anderen Kommunen letztendlich durch ein Remix, durch das Verschneiden von Daten eigentlich erst die interessanten Use Cases entstehen. Ja. Und das kann man auch gar nicht abschätzen, was es da so ist, weil da gibt es halt einfach wirklich ganz kleine Einzelfragestellungen und da kommt man eigentlich nicht dran vorbei, peu à peu Daten zu öffnen. Man kann eine Konsultation machen, man kann natürlich Bürger fragen und so, aber die werden praktisch die ganz klassischen Sachen anbringen, wie Haushalte müssen transparent sein, Kindertagesstätten müssen irgendwie Geodaten da sein und so. Die halten sich da eher so an so klassische Sachen. Ja, Berlin hat dann mal als Wertschöpfung, ich weiß nicht, ob das so interessiert, aber es ist trotzdem mal ganz spannend, 50 Millionen in den nächsten 5 Jahren errechnet, die ausgelöst werden könnten, wenn sie es optimistisch rechnen, wenn sie es pessimistisch rechnen, 20 Millionen. Da haben wir aber eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung draus gemacht. Wir haben praktisch Verwaltungsvereinfachung und Wirtschafts- oder stärkere Wertschöpfung der Wirtschaft halt mal so zusammengerechnet und kam da eben drauf. Und für die Verwaltung ist eigentlich auch die Pinsen natürlich jetzt ein bisschen rum, sie hätten da mehr Aufwand. Das mag auch wirklich, also das ein Portal ist nicht aufwendig. Dann gibt es CCAN, das ist ein freies Backend, das hat mal die Open Knowledge Foundation entwickeln lassen. Kann jeder nutzen, neben die ganzen Kommunen, das ist alles relativ schnell aufgesetzt. Aber klar, es muss ein Kulturwandel erstmal entstehen. Die Leute müssen ihren Workflow ändern und so, müssen ihre Komfortzone auch mal verlassen und so. Und also nicht, dass ich die jemandem nicht gönne, aber es ist halt einfach da schon eine kleine Veränderung mit drin und vielleicht auch sogar durch ein bisschen mehr Aufwand. Das kommt aber wieder zurück. Das hatte ich schon genannt. Genau, mal so gesehen, wir sind sowieso dabei, in Deutschland zunehmend digitale Infrastrukturen aufzubauen, weil man da eh noch
gar nicht so weit ist, wie man vielleicht denken könnte. Und da kann auch oben nochmal ganz gut auch als Aggregatzustand abgebildet werden. Also es werden sowieso schon ziemlich an Datenbanken rumgedoktert jetzt. Und vor allem an der Interoperabilität. Die Bürger, zumindest hat man die SAS hier in Heidelberg da eine Umfrage gemacht, sind da auch d'accord. Das war aber noch vor so Geschichten, die bei den Leuten ja eine totale, also so Geschichten wie die Prison, wie die ganze NSA-Affäre. Da war man sehr aufgeschlossen, überhaupt im Thema offene Daten gegenüber. Ich habe dann jetzt vor 2 Jahren noch gemerkt, dass dann, wenn man von der Open Data gesprochen hat, die Leute dann, da war das große Thema Big Data so am Start und überhaupt, was damit alles gemacht werden kann. Und dann haben die Leute immer Open Data gehört, haben das Data ist stehen geblieben, oben haben sie einfach mit Big ersetzt. Dann war dann plötzlich Open Data auch ganz spooky. Aber man kann, darum geht es ja nicht. Ne? Also, interessant, hier, also 16% sind nur gefahren für den Datenschutz. Beim Thema Datenschutz auch ganz gleich, es ist logisch, dass es sich da um Daten handelt, die geöffnet werden sollen, die eben halt nicht in Konflikt mit Datenschutz kommen. Dafür ist eben der Datenschutzbeauftragte da. Ne? Also das ist ein Partner, so gesehen. Soweit er gut arbeitet und nicht irgendwie aus Überforderung oder sowas halt beim Denkmalschutz, ne, wird auch manchmal gut, ich weiß jetzt auch nicht so recht. Und also der muss dann schon irgendwie auch sorgfältig arbeiten und nicht einfach aus Unsicherheit dann irgendwas nicht verschlossen halten. Die Idee ist natürlich, ist open by default. Also letztendlich heißt es jetzt alles aufmachen und es muss eigentlich von der Administration begründet werden, warum was verschlossen bleibt, so wie es die EU. Und so steht es auch im G8, der G8-Schalter da oben. Das ist, was dem ziemlich verwandt ist, das Informationsfreiheitsgesetz. Weiß nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt, das haben wir auf Bundesebene seit 2006. Ne? Also da kann jeder Bürger Informationen einholen, ohne Angabe von Gründen. Da laufen noch so ein bisschen so Nummern wie, ja, da müssen wir aber allerdings eine Gebühr für erheben und so. Und ist bei Baden-Württemberg ist es so, dass das Landesinformationsfreiheitsgesetz im Moment in einer Art Referentenvorlage ist. Es soll noch diese Legislaturperiode durchgehen. Und da wird dann schon so geschrieben, naja, ab 200 € Gebühr muss dann muss nochmal ein Angebot von der Verwaltung kommen. Das heißt aber, man kann durchaus eine Informationsfreiheitsanfrage machen und die kostet dann 150 €, ohne dass sie dann nochmal ums Eck kommen. Dann schicken sie irgendwas, ne, Dokument oder einen Datensatz. Und Open Data ist jetzt beim Landesinformationsfreiheitsgesetz von Baden-Württemberg im Moment noch so eher so eine Empfehlung des Landes, dass ihr nicht so viel Stress habt und ständig angerufen werdet wegen irgendwelchen Informationsfreiheitsanfragen, stellt einfach Daten offen. Das Land ziert sich ein bisschen, das zu einem Gesetz zu machen, weil sonst der Aufwand von den Kommunen beim Land eingefordert werden könnte. So ein Konnexitätsprinzip. Rheinland-Pfalz sieht ganz okay aus, die haben so ein Transparenzgesetz, auch in der Referentenvorlage, wo sie sich praktisch an Hamburg orientieren, die letztes Jahr ziemlich Furore damit gemacht haben. Und das sind so die Nachfragen des, aufgrund des Bundesinformationsfreiheitsgesetzes, die sind schon stark eingestiegen. Also es gibt schon ein Interesse an Zugang von Daten, ob das jetzt proaktiv ist oder ob das passiv ist. Proaktiv wäre wahrscheinlich noch mehr los. Und das sind die ganzen Gesetze, die erstmal gemacht werden müssen. Ich meine, Hamburg ist da schon dabei oder hat sein Informationsfreiheitsgesetz inklusive Open Data, Nordrhein-Westfalen auch, Berlin auch und so, aber bei Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz und Sachsen sieht es nochmal recht düster aus. Mal gucken, wie schnell die das jetzt hinkriegen. Das ist wieder null. Ist halt die Idee, die Leute da in einen Funktionsbezug innerhalb einer Stadtgesellschaft zu bringen. Und da gibt es halt eben auch verschiedene Motivationen zu. Ich gehe da mal ein bisschen schneller durch, weil das dauert ein bisschen. Da gibt es auch verschiedene Abstufungen. Leute, wie bei SETI, lassen einfach nur auf ihrem Rechner Daten rechnen. Das ist schon mal irgendwie so eine Art Teilhabe. Ne? Oder sie gehen her, erfassen Daten, wie wir es letztens mit dem Skyflow-Flash-Mob gemacht haben.
wo wir für das Leibniz-Institut für Gewässerkunde die Lichtverschmutzung gemessen haben. Die gingen dann direkt nach Potsdam. Und dann wirklich die Leute, die schon so sagen, naja, hey, also wir werten auch zusammen aus eben, die forschen dann so ein bisschen mit, ob das jetzt Forschung ist oder ob das zusammen mit einer Gemeindeverwaltung ist und dann wirklich also das Entwickeln von Forschungs- oder von Erkenntniszuwachs zusammen mit der Administration im Sinne eines richtigen Co-Designs. Das haben mal die Heilbronner gemacht, da habe ich dann mal irgendwie noch von 80 Kommunen hier in Rhein-Neckar die Wasserwerte zusammengekratzt. Das sind so die Sachen, die kriegt man so ganz gut irgendwie, da kann man Open Data ganz gut in Umlauf bringen. Nimmt man ins Targeting noch so ein bisschen junge Mütter und so und sonst wie sehr, sehr also ernährungsbewusste Leute und so, dann kann man damit natürlich ganz gut was verbreiten. Ne? So eine Anwendung, wo man halt einfach einstellen kann, dann gibt es hier die ganzen Werte und die kann man nochmal irgendwie mit den üblichen Wässerchen aus dem Supermarkt vergleichen lassen. Aber da habe ich mal hier irgendwie ein Jahr lang die mobilen Geschwindigkeitskontrollen zusammengesammelt, habe mal geschaut, wo die so sich immer, wo die am meisten übers Jahr ihre Blitzer machen. Auch sowas. Interessiert mich eigentlich echt nicht so die Polen. Ne? Aber das läuft ganz gut. Ne? Da gibt es ja dann auch so Gruppen wie Blitzer in Mannheim oder sowas. Ne? Also sind schon mal, genau. Das ist ganz jung, ganz jüngst. Auch ganz cool. Sieht man also gerade die Belegung der Parkhäuser und so, das war spannend, weil als er das rausgebracht hat. Abends habe ich dann hier gleich gesehen, wie man das auch mal zugucken, wie das hier praktisch von grün auf orange und dann auf rot gegangen ist am Nationaltheater, wie die da alle reingeströmt sind. Und so. Aber es ist ja alles, also es geht ja erst so Sachen. Haben wir auch mal gemacht, eine europäische Schnittstelle zu Neobiota. Das sind so die ganzen Tiere und Pflanzen, die in den letzten 30 Jahren eingeschleppt worden sind, die nicht so zu den heimischen Arten gehören. Weil ich finde es total lustig. Das war halt so die Ochsenfrösche von Karlsruhe, die irgendwie nie mehr in den Griff zu kriegen sind. Oder halt hier die asiatische Tigermücke, die das Westnilfieber. Und da sind wir ja in der Rheinebene besonders von betroffen von so Sachen und so. Da haben wir mal so eine kleine Datenstory mit Anwendung gemacht, wo man die so ein bisschen erleben kann. Okay, hier für mich eher so auch der kommunikative Aspekt. Das ist jetzt tatsächlich eine Kachelgrafik, so ein bisschen interaktiv sogar, bei der Stadt Mannheim, von der viele gar nichts wissen. Die ist jetzt auch nicht auf offenen Daten gebaut, aber es gibt ja ein schönes Tool, wo man eben genau diese Kachelgrafiken als jeder Bürger bauen kann. Und die haben es in sich, weil die zeigen eben ganz gut, finden die ab, wie so die Verhältnismäßigkeiten zwischen den Posten sind, was rot eingefärbt ist, ist klar, ist in den aktuellen Haushalten wieder gestrichen worden und so. Oder eben auch, wie das bei den Mannheimern halt in den sozialen Hilfen doch ein Riesending ist, ne? Jugend, Familie, da hier die eigenen fiskalen Verbindlichkeiten auch nicht zu unterschätzen, die Verwaltung kostet auch ein Stückchen. Aber da oben ist so ein schöner Button, der nennt sich Pflichtausgaben ausblenden. Also das, was man halt irgendwie so als Privatperson an Miete ausgibt und an Versicherungen und das ganze Zeug, was man einfach nicht vom Hals kriegt, was eben Fixkosten sind. Ne? Und da liegt ein riesen kommunikativer Wert drin, weil das bleibt dann übrig. Und das finde ich total spannend. Ne? Also wenn das die Leute alles sehen, dann sind man ziemlich verblüfft. Das ist das, was praktisch einer Stadt zur Gestaltung zur Verfügung steht. Der Rest ist zementiert. Und das sind schon so auch die Aspekte, wo man mal die Leute über Daten überhaupt mal so ein bisschen Visualisierung, da sind die Leute schon sehr recht interessiert, wenn sie das dann sehen. Dann eben die Kulturdaten, die auch solche Sachen hervorbringen, dass man eine Augmented-Anwendung zu seiner Stadt macht, aus dem Stadtarchiv heraus. Das sind so Ergebnisse vom letzten Coding Da Vinci, Alt-Berlin ist auch sowas.
Dann hat jemand praktisch so Klänge aus dem Naturkundearchiv von uralten Instrumenten oder so umgesetzt. Da gibt es so einige Sachen. Gehe ich mal jetzt auch wieder ein bisschen schneller drüber. Kennt noch jemand 1001 Meisterwerke? Wie früher bei CDF. Immer sonntags morgens, wo praktisch mal echt so 15, 20 Minuten lang so ein Bild erörtert wurde. Eine ziemlich gute Sache. Da machen die, macht Google irgendwie mit offenen Daten, also praktisch mit Open Claims Sachen, wird immer so erklärt. Ach, außer Katz hat jemand die Schnittstelle genommen von in den Movie Database, hat man wie so die jeweiligen die jeweiligen Folgen, die jeweiligen Staffeln eben so in den Trenden liegen. Was macht man noch so? Also ich gehe halt dann auch mal in die Schule oder, aber da kommt es ganz schwer zu irgendwelchen, ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen macht, also ganz schwer wirklich zu Produktivprozessen, seit G8 sowieso nicht mehr, da ist ja echt kein Löschblatt passiert dazwischen, aber der eine oder andere Vortrag habe ich ja schon halten können. Das wäre eigentlich ganz cool, weil das ist schon irgendwas, was ganz gut andockt auch an den Bildungsstandards, wo auch drinsteht, dass man halt eben mit Tabellen und Datenvisualisierung arbeiten sollen. Was sie machen, ist letztendlich ein bisschen in dem Buch was durchspielen. Gut, Open Data Day, das habt ihr ja noch mitgekriegt, den habe ich ja auch noch gemacht. Was auch echt wichtig war, weil es nochmal kurz vor dem Gemeinderatsbeschluss war und es braucht halt eben solche Erlebbarkeiten. Dann hat sich dann auch noch der erste Bürgermeister, der ja so für Verkehr zuständig ist, der Specht, dann auch wir haben nochmal da engagiert und Preischen verteilt und so. Und damit hat das Ganze nochmal ganz kurz vor dem Gemeinderatsbeschluss einen ganz guten Drive bekommen. Was sind da auch so, da sind dann die Wheelmap, kennt ihr vielleicht, ne? Auf der OpenStreetMaps dockt die auf. Und dann war zufällig, also da gibt es so Heidelberger, die ziemlich auch forschen an der Wheelmap, wie man da Dinge verbessern kann und so. Und zufällig war dann auch jemand von Heilbronn da, der praktisch einen Zugang entwickelt hat, wie man schneller direkt in eine Geografie hinein, in irgendeine Georeferenz hinein noch reichere Daten reinschreiben kann, noch Beschreibungen oder sowas. Offenbar eine größere Vereinfachung war das. Das hat ganz gut gematcht. Oder sowas ist dann auch entstanden, halt hier durch Disaster Mappers. Die haben dann an dem Tag hier in Südsudan mal über Satellitenbilder eben halt so Trails erfasst für NGOs, dass die einfach da zunehmend Material haben. Weil es ist ja klar, also, bei uns ist natürlich das alles viel, viel besser auch aus der Crowd abgebildet, aber da unten macht natürlich kein Mensch was für OpenStreetMaps. Klar, da gibt es so Remote Mappers, die machen das dann eben. Da ist so eine Verspätungsgeschichte entstanden. Das war eine Dokumentation von Seelscher und die haben sich drauf gestürzt und die Daten waren aber nicht offen und so. Das gab noch mal kurz Irritationen. aber ganz nett. Da habe ich eine ganz gute, also im Grunde eine ganz gute Durchdringung von dem Thema hier in der Region, vor allem halt in Mannheim erzeugt. Was auch wichtig ist, damit es. Weil es insgesamt an Durchdringung in Deutschland fehlt, die Medien ziehen nicht richtig mit. Elektrischer Reporter und Reisert, klar, die haben schon oft was über Open Data gebracht, aber ansonsten, also wirklich reichweitenstark, ist es schwierig. Ich weiß nicht, wo es da hängt. Ne? Ist organisatorisch bei den Innenministerien angesiedelt, aber. Irgendwie fällt es nicht auf, bei den Medien ganz schwer auf Fußball. Und was haben wir noch? Wir haben natürlich noch einen Rückkanal, das kennt ihr alle hier, Fix My Street. Das haben wir ja in Mannheim mit einem Mängelmelder. Da haben die Bonner in meinen Augen so ein bisschen eine bessere Lösung, weil da gleich eine freie Datenbank geschrieben wird. Und hier ist es eigentlich. Muss man die scrapen. Also da kommen wir jetzt ins Kollaborative, denn dann haben wir so Leute wie euch, ne, die halt eben fit sind in allen Coden
in Arduino, in Dingen herstellen, in beispielsweise auch Sensoren aufbauen. Das ist schon für die schöne Stadt eine ziemlich spannende Angelegenheit. Ne? Also ich habe da zum Beispiel so einen kleinen Sensor, den habe ich mir mal aus Angeland bestellt, der misst verschiedene Gase, also auch Ozon und Stickoxide und geht dann halt mit Bluetooth direkt ans Handy und hoch ins Netz. Sowas wäre zum Beispiel schon ziemlich spannend, das mal irgendwie, naja, in eine Community oder sowas übergehen zu lassen, dass es halt mal irgendwie mehrere Leute in der Stadt gibt, die halt irgendwie regelmäßig mal Werte erfassen, wie so Wasser, hier gibt es so eine Wassernummer, wo die Leute halt Wasserwerte erfassen und hier in so eine Datenbank eintragen. Das ist auch tatsächlich einer, der in Ludwigshafen da immer wieder mal eine Probe nimmt. Das hatte ich ja euch vorhin schon erzählt, das ist eben da diese Lichtverschmutzung erfassen. Das sind so Beispiele, wo man eben auf Basis von Digitalität eben kollaborativ werden kann. Und das ist das bekannteste Beispiel. Nach Fukushima haben halt ein paar Hacker wie heißen die Dinger nochmal? Geigerzähler. Geigerzähler, genau. Also relativ schnell einige Geigerzähler hergestellt. Die Administration selbst hat es irgendwie nicht so organisatorisch auf die Reihe gekriegt. Und dann hat sich da auch halt so ein Bild ergeben. Ja. Also das ist ziemlich irgendwo so die Essenz von kollaborativen Arbeiten, wo eigentlich schon fast eine freie Gruppe eben mehr drauf hat als eine Administration in dem Fall. Und jetzt auch bei dies geht es auch total ab in Nepal. Ne? Da wird auch remote gemappt ohne Ende und alles erfasst und die Kommunikation von außen am Laufen gehalten. Und das sind auch schon ganz spannende Geschichten, die sind aber noch ziemlich in Forschung am Laufen, weil man halt eben dann doch mit so einer 13, 15 Megapixel-Kamera mit den entsprechenden Objektträgern auch Einzeller erfassen kann. Ne? Und wenn man einfach nicht weiß, um was es da geht, ne, dann lässt man halt eine Software drüber, die halt eben diese Erkennung vornimmt. Ne? Das ist das halt, was ich mir dann angucken kann. Und wenn man dann auch noch irgendwie das 3D-mäßig anzeigt, dann kann man dann mal so aus einer Stadt, wenn eine Stadt vielleicht auch mal was Engmaschigeres in der Erfassung von Umwelt machen, weil also das ist jetzt irgendwie, glaube ich, vielleicht vorgeschrieben, dass wir 3 Messstationen haben, im Norden von Mannheim, im Süden von Mannheim und nochmal eine am Kurpfalzkreisel, aber das trifft ja keine wirkliche Aussage. Und wenn man schon ein ganzes Stückchen weiter hier Richtung Jungbusch ist, Richtung BASF, ist nochmal eine ganz andere Feinstaubnummer, da bin ich mir total sicher. Ich meine, wie man jetzt Feinstäube, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, erfasst, aber ich kann als Zuschauer, wie über der BASF aufgrund der Feinstäube, der Kondensationskerne sich teilweise bei vielen Wetterlagen einfach die Wolken gehen. Ich bin ziemlich überzeugt, dass er ein Haufen ist. Und dann genau, dann haben wir noch so Leute, die eben als Freifunker auch wirklich Infrastrukturleistungen erbringen können und so, was ich auch total spannend finde. Ja, wo ich auch mit euch ja schon gesprochen habe, wo natürlich die Neckarstadt ein super Feld wäre, weil eigentlich die Innenstadt ist eigentlich nicht mehr das soziale Zentrum von Mannheim. Also das Leben spielt sich zunehmend viel mehr in der Neckarstadt ab. Ja. Und das eigentliche freie WLAN von der Mannheimer Stadt, das ist, fand ich schon irgendwie, ist erstmal uncool, dass sie das einfach nur entlang der Konsumzone gelegt hat. Also nicht mal, also von der Symbolik jetzt nochmal was an eine Grünfläche oder so gebracht haben, wie es auch die Karlsruher gemacht haben. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, was da jetzt ausgedient war, aber es gehört halt schon ein bisschen dazu, wenn man da halt irgendwie lauter Studis hat und Leute, die halt abhängen, dann ist es eigentlich total wichtig, da was zu haben. Ne? So, vielen Dank. Ne? Ich hoffe, ich konnte euch irgendwas Neues erzählen. Habt ihr Fragen? Lizenzen kennt ihr ja auch, oder?
Also klar, Creative Commons. Deutschland hat nochmal so seine eigene Lizenz aus einer Bund-Länder-Kommission ist hier hervorgegangen, was Daten angeht. Die wird auch wahrscheinlich sich durchsetzen, die nennt sich Datenlizenz Deutschland 2.0. Und es liegt auch. Kann das nicht sein? Die ist aber auch, also die ist offen. Ne? Da ist gar kein Cyber im Namen. Ja, genau. Stimmt. Aber das hat, also da ist vielleicht wirklich auch noch was gut Gemeines dahinter. Also ich kenne denjenigen vom Innenministerium Baden-Württemberg, der da halt maßgeblich auch mit zu tun hat in dieser Bund-Länder-Kommission. Und es ist halt so, da ist schon auch die Denke, dass wenn für die deutschen Behörden ist es leichter, wenn Deutschland wo draufsteht, sich für was mitreißen zu lassen. Also nicht wundern, wenn da praktisch Datenlizenz Deutschland wahrscheinlich zunehmend ums Eck kommt im Zusammenhang mit Open Data. Okay. Die Open Data Bewegung hilft dir, durch frei zugängliche Daten deinen Alltag zu erleichtern. Egal, ob du einen Kita-Platz suchst, Fakten über Stadtteile vergleichen willst, dich für Barrierefreiheit in deiner Stadt interessierst oder einfach für mehr Transparenz bist, Open Data unterstützt dich dabei. Alles, was es dazu braucht, sind Ideen und die richtigen Daten. Und da kommst du ins Spiel. Open Data besteht aus einer großen Community, die Daten sucht, findet, veröffentlicht, teilt, visualisiert und Apps entwickelt, um Mehrwerte für ihre Mitmenschen zu schaffen. Viele Daten, die mit deinen Steuern erhoben wurden, liegen hinter verschlossenen Türen und verschenken ihr Potenzial. Denn wenn mehr Daten zugänglich gemacht werden, kann mehr Leuten geholfen werden. Sei Teil der Bewegung. Verbreite und teile Wissen. Hilf Deutschland, transparenter zu machen. Open Data. Offene Daten haben durchaus einen infrastrukturellen Wert. Der Open Data Day in Mannheim ist für alle Leute da, die Ideen haben, was man mit offenen Daten anstellen könnte und die diese verwirklichen wollen. Bei der Veranstaltung soll es im Wesentlichen darum gehen, Wissen untereinander auszutauschen zu Daten, zu offenen Daten und dafür zu sorgen, dass das Ganze auch immer mehr Formen annimmt, auch in Form eines Netzwerks. Ja, offene Daten sind Daten, die unter offenen Lizenzen zur Verfügung gestellt werden, die halt eben nicht den Beschränkungen des allgemeinen Urheberrechts unterworfen sind, sondern wo der Rechteinhaber, die Rechteinhaberin eine bestimmte Lizenz vergeben hat. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt neben dem rechtlichen Aspekt. Die Zugangsbarrieren müssen natürlich auch niedrig sein. Habe ich die Möglichkeit, frei mit den Daten zu arbeiten, mir die runterzuladen, die in einer eigenen Anwendung vielleicht zu verwenden, weiterzugeben, zu verändern? Je mehr von diesen Freiheiten ich habe, umso offener sind eben die Daten. Also Big Data ist diese Menge an Daten, die wir haben. Open Data ist diese Menge an Daten nutzbar zu machen und der Öffentlichkeit zudem zur Verfügung zu stellen. Es ist ganz wichtig, dass wir so Veranstaltungen wie den Open Data Day hier in Mannheim machen, weil es ein sehr komplexes Thema ist, wo man vor allem verschiedene Leute mit ganz, ganz unterschiedlichem Hintergrund zusammenbringen muss. Also man braucht sicherlich Leute wie mich aus der Informatik, aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, sind die Leute, die Anwendungen aufbauen, die was Spannendes mit den Daten machen. Ganz oft geht es auch nur darum, die Daten transparent zu vermitteln, der Bevölkerung zum Beispiel Zusammenhänge anhand von Daten klarzumachen. Da gibt es den Begriff des Datenjournalismus. Es ist auch durchaus ein interessantes Thema für die Bildung, für die Schule, wo man eben anhand von offenen Daten, Daten aus der eigenen Lebenswirklichkeit, aus dem eigenen Umfeld, aus der eigenen Kommune, im Bereich Sozialkunde, im Bereich Geografie oder im Bereich Mathematik und Technik, einen Rohstoff hat, um das, was man eigentlich lernen soll, das Handwerk, um damit arbeiten zu können.
Das gehört dazu, dass das Kulturerbe für alle Menschen zur Verfügung steht, dass sie es nutzen können, um eigene kreative Dinge damit anzustellen, dass sie sich damit fortbilden können, dass sie aber auch Kunst betreiben können, indem sie Mashuppen, Resamplen. Man hat dadurch tatsächlich auf einmal einen neuen Treibstoff bekommen für neue Kulturproduktionen, ja, indem man neue Zusammenhänge schafft, indem man Forschung damit betreibt, indem man Mashups macht, indem man den Kontext ändert. Diese Informationen liegen vor, warum nicht einfach damit tolle Sachen machen und genau diese nutzbar machen in diesem Fall. Das Gute ist doch daran, dass die Daten schon bezahlt sind. Es sind am Tag ungefähr knapp über 1 Million Euro, die in der Bundesrepublik allein für die Statistikämter ausgegeben werden, worüber man froh sein kann, weil eben auf Basis dieser Daten intelligente Entscheidungen gefällt werden sollen. Und wenn diese Daten vorliegen und schon bezahlt sind, ist es nur sinnvoll, dass man diese genauso wie Straßen, wie Netze, die auch von anderen genutzt werden können, eben allen zur Verfügung stellt. We'll be right back.